Hey, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part Summoner's War. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und nun viel Spaß. Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Summoner's War. Weltarena, genau, heute geht's um die Weltarena. Hui, ich muss sagen, ich habe irgendwie so gar keine richtige Rotation in meinen Videos, ne? Ich bringe dir irgendwie immer so ein bisschen kreuz und quer. Ich hoffe, das ist okay für euch. Mal kommen zwei Account-Reviews hintereinander, mal kommen drei Weltarena-Parts hintereinander. Ich hoffe, das passt so. Aber bevor wir heute mit der Weltarena starten, muss ich mal ganz kurz was loswerden. Erst einmal, die neue Webcam ist da, wie man sieht. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht die Softbox an und die Beleuchtung ist wesentlich besser, muss ich sagen. Ich meine, ja gut, man sieht hier immer noch das Tablet. Das könnte ich theoretisch gesehen auch wegmachen. Ich habe nämlich die Kamera jetzt ein bisschen rangezoomt, dass ich nicht zu weit weg aussehe. Dafür muss ich jetzt aber mal ganz kurz, also heute nochmal in den Kasten sein, weil ich nochmal mit dem Greenscreen neu arbeiten muss. Dadurch, dass die Beleuchtung ein bisschen anders ist, ist zum Beispiel oben die Ecke total, die kriege ich nicht weg. Sprich, ich muss die Beleuchtung nochmal anpassen und das, darauf hatte ich jetzt die Tage keine Lust, beziehungsweise ich hatte wieder sehr viele Ärzte-Rennerei, beziehungsweise heute war ich beim MRT wieder. Ach ja, bin fast verblutet. Junge, Junge, kann ich euch auch gleich eine Story erzählen. Und ansonsten, ich hoffe, dass das richtige Mikro ist, aber müsste eigentlich. Wenn nicht, habe ich jetzt richtig verkackt. Nicht, dass das jetzt die Webcam-Mikrofon ist. Ich kann mal ganz kurz die Softbox anmachen, dann seht ihr das. Also so ist normal und so ist zum Beispiel jetzt mit Softbox. Ja, also nochmal ein Ticken heller. Ich lasse das, glaube ich, heute mal aus. Sieht ein bisschen natürlicher aus. Und wie gesagt, mit dem Greenscreen teste ich dann. Ich hoffe, die Weltarena ist nicht dicht, aber ich meine, die ist doch nicht dicht, ne? Weil die ist ja bald. Bald wird sie ja zu Ende. Deswegen. Nee, die ist noch nicht dicht. Gut. Oh, gut, Gott sei Dank. So, ich hoffe, das stört nicht, wenn heute mal das Tablet hier ein bisschen zu sehen ist. Wie gesagt, muss ich mal umbauen. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das noch machen soll. Ist irgendwie ein bisschen doof, ne? Ich meine, das Mikrofon bedeckt mich ab hier sowieso. Also ungefähr dieselbe Höhe. Aber ein bisschen doof geregelt. Aber nun gut. Das andere, was ich nochmal ganz kurz sagen muss, ich muss mich echt mal bei euch bedanken. Herzlich, also wirklich krassen Dank. Und vielen Dank dafür, dass so viele Account-Reviews derzeit reinkommen wieder. Und auch generell, dass die Anfrage auf Summoner's War so hochgekommen ist. Die ganzen Tipps, die ihr in Kommentaren schreibt. Wenn ich zum Beispiel irgendwie immer totale Scheiße baue oder so. Und alles. Ich finde das mega krass. Und vielen, vielen Dank dafür. Und es tut mir auch leid, wenn ich jetzt zum Beispiel derzeit jetzt wieder wegen den ganzen Arztgerennerei nicht dazu komme, allen irgendwie zu schreiben oder allen direkt zu antworten. Jetzt auch was Laien angeht. Oder halt generell. Es gibt auch viele Leute, die mit mir über Teamspeak reden möchten. Das sind auch Sachen. Es ist so ein Ding, also es tut mir wirklich leid. Aber ich versuche es, ja. Also wenn ich dafür Zeit finde, dann melde ich mich auch in der Hinsicht. Dann kann man das gerne machen. Aber derzeit ist echt wieder ein bisschen stressig. Wie gesagt, derzeit waren wieder sehr viele Arzttermine. Nächste Woche wird es wahrscheinlich genauso aussehen. Ist ein bisschen stressig derzeit, deswegen verzeiht mir da bitte, aber ich gebe echt mein Bestes. Wie gesagt, ich versuche, dass die Account-Reviews zum Beispiel auch so schnell wie möglich kommen und dass ich auch so schnell wie möglich antworte, immer wenn ich mal Zeit finde oder so, da mache ich das auch. Wie gesagt, tut mir echt leid, wenn da was ist, aber ich muss sagen, die Qualität der Webcam ist echt gut geworden. Ist auf jeden Fall viel besser als die davor, aber gut, ist ja auch Full HD, die andere war nur HD, deswegen kleiner Unterschied, aber nein. So. Wir gehen in die Weltarena, sieht man vielleicht. Ich habe den First Pick. Wir nehmen Garni zuerst, immer unser Standard Garni. Ich möchte nicht gegen den Garni kämpfen. Okay, Okeanos war klar und Bastet ist irgendwie Standard Pick. Ich glaube, ich nehme mal Verrat Praha und lass Gianna mal offen. Mal gucken, ob der noch was anderes nimmt. Einfach mal schauen. Okona und Lucian. Okay, Lucian ist gefährlich. Weil ich habe nicht auf jeden Monster irgendwie. Ich gehe davon aus, dass er eventuell noch Galeone nimmt oder so. Aber jetzt gerade bin ich noch dabei, Lucian zu bannen und ich nehme, glaube ich, Gianna Monkey, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, mein Internet macht mit. Also bis jetzt bin ich Lucian am Bannen. Okeanos ist auch echt ätzend, würde ich auch wahrscheinlich bannen. Bastet komme ich damit klar. Ciao. Ich glaube, ich banne echt Lucian, weil Lucian könnte mir, glaube ich, mit am gefährlichsten werden. Und je nachdem, er wird mir wahrscheinlich Garni oder Gianna bannen. Und ich habe echt Angst davor, dass der Chao richtig ausrastet oder der Okeanos. Oder band mir mein Garni. Okay, wir nehmen Resistent-Leader. Ja, wegen Okeanos auf alle Fälle. Und hoffen das Beste. Und er nimmt Accuracy. Oh Gott, also so richtig ausgecountert. Hat er mich so gesehen? Scheiße, Mann. Okay. Mal sehen. Veterinär ist bald zu Ende. Ich meine, jetzt
Die Tage müsste doch zu Ende sein, oder? Ist das die letzte Woche oder so? Mal gucken. Also ich, Gold schaffen wir auf keinen Fall. Ich bin mal gespannt, was wir so schaffen. Sehr viele Wassermonster als Gegner sehe ich gerade außer Okeanos. Und der hat 2 Skins. Das heißt schon nichts Gutes. Plus Flügel. 3 Flügel. Oh, ja. Ich meine, er ist Gold, ne? Würde ich jetzt sagen, normal. Das nächste Problem ist, er geht auf meine Gianna. Ja, RIP Gianna. Aua, aua. Tut weh. Und er ist viel schneller als ich. Oh ja, ich muss meine Runen verbessern. Ich muss die unbedingt verbessern. Das Gute ist, ich habe noch Praha zum Strippen. Gut, ich hoffe auf einen guten Freeze. Alle, das ist gut. Wir gehen zuerst auf Okeanos. Sehr schön. Oh, hat so geprockt. Nice. Okay, das hat gut funktioniert. Der Okeanos ist eigentlich platt. Ich werde aber auf jeden Fall noch auf ihn gehen, weil Kona heilen kann. Hoffen wir nochmal auf einen guten Freeze. Na, aber hin, Ciao. Ciao hat's überlebt. Also, Ciao ist weg. Das ist gut. Also, ausgenockt. Jetzt für eine weitere Runde. Kona hielt. Okay. Ja, gut, der Monkey macht halt nicht viel gegen die Wassermonster, ne? Das ist echt ein großes Problem. Ich würde am liebsten auf Kona gehen. Aber ich glaube, wir gehen zuerst auf Busted. Und hoffe auf Stun. Nice. Nice Stun. Okay, weil. Er geht auf meinen Dings. Ja, der hat eine Heal-Sperre drin. Das ist ein großes Problem. Und der Ciao ist viel schneller. Der ist ja okay, RIP Verrat. Schade. Ist echt noch knapp geworden. Muss ich echt sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, vielleicht nochmal ein Stun. Leider nicht. Er wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr groß buffen. Der geht jetzt eher auf Praha. Weil der Monkey alleine macht nicht viel. Und abgesehen davon, vielleicht nochmal ein Stun. Nee, leider nicht. Ja, ist knapp. Also hätte Gianna noch ein bisschen bulkiger gewesen. Ich kann nochmal healen, einfach nur ein bisschen zu trollen. Beziehungsweise, vielleicht hat er einen Verbindungsabbruch oder so. Vielleicht ein bisschen lucky heute, aber glaube ich nicht dran. Wenn, dann habe ich wahrscheinlich eher den Verbindungsabbruch. Okay, er lässt Praha schlafen und geht auf Monkey. Vielleicht ein Stun. Nee, aber eine zusätzliche Runde, das ist okay. Und Deathbreak drauf gelandet, immerhin. Aber ich glaube, das wird am Ende eh nicht mehr viel bringen. Der Monkey könnte ausrasten, aber bezweifle ich sehr stark. Das Ding ist, Praha kommt auf keinen Fall zum Zug. Die wacht jetzt erstmal auf und dann, ja. Das ist schade. Schade. Aber ist knapp gewesen an sich. Also ich hätte es wahrscheinlich sogar gewinnen können, wenn er Gianna am Anfang nicht ausgenockt hat. Und er ist halt wesentlich schneller als ich gewesen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ja, was ich sagen wollte, meine Runen. Ich muss unbedingt an meinen Runen arbeiten. Aber das Problem ist, mit Runen, also am liebsten würde ich jetzt auf nach der Beschwörung warten. Ja, nach der Beschwörung würde ich gerne Hathor, oh Gott. Okay, wir nehmen Garni Verrat auf jeden Fall. Das sind so die Standard-Picks, die ich nehme. Das schreckt manchen schon ein bisschen ab. Aber dem nicht. Okay, wir könnten... Der nimmt Chloe und Shazoon mit. Ich nehme mal Praha Gianna. Allein wegen Double Strip. Kami und Kata. Okay. Er wird mir meinen Garni bannen. 100 Pro. Die Frage ist der Monkey. Wenn ich Monkey nehme, ich bin Kami oder Shazoon zu bannen. Und ich bin gerade eher für Kami anstatt für Shazoon, weil ich eventuell Shazoon in Zaun halten können. Ich hätte vielleicht Segment mitnehmen sollen. Das Problem bei Segment ist, meine Segment ist mega slow. Ich bin echt dafür, Kami zu bannen. Ich glaube, Kami könnte eher ein Problem werden. Je nachdem, wie es am Ende aussieht, wisst ihr? Ich glaube, ich bann Kami und lass Shazoon mal drin. Ich war klar, dass er gar nie bannt. Wir nehmen Resistent. Ja, für Hathor. Wir nehmen auch Resistent. Okay. Bin ich mal gespannt. Er wird wahrscheinlich schneller sein. Das Ding ist, er hat keinen richtigen Nuker außer Kata. Wenn ich Kata wegkriegen sollte, irgendwie, also wenn ich schneller sein sollte, was nicht der Fall sein wird. Aber wenn ich schneller bin, glaube ich aber nicht. Aber mal abwarten. Nee, Chloe, ja, der ist am schnellsten. Also wenn ich mal gerade so die Balken sehe, bin ich relativ slow. Meine schnellste ist Gianna. Und der bufft nicht, okay? Buffen tut sie nicht. Jetzt versucht sie wahrscheinlich zu sleepen. Das Ding ist, ich habe 2 mit Immunity. Okay. So, mit Shazoon. Bin ich schneller als Kata? Ja, ne? Ja, mit Gianna bin ich schneller als Kata. Das ist gut. Okay, die Bombe kriegt Hathor. Okay, hat Widerstand. Versuchen zu strippen und hoffen, dass... Okay, sehr schön. Außer Shazoon, das ist aber okay. Wir gehen auf Kata. Ich muss gucken,
Boah, bitte Freeze Shazoon. Nein, schade, aber fast gar keinen. Okay, wie viel Schaden macht der Monkey an ihr? Ich habe eine zusätzliche Runde. Das Ding ist, Shazoon wird die jetzt heilen. Ja, war klar. Shazoon ist... Oh, ich hasse Shazoon. Gegen Shazoon zu... Ich hasse es. Ich hasse es. Ohne Witz. Ich hasse es gegen Shazoon. Ich gebe mal Shazoon die Bombe. Okay, das hat schon mal gedingstet. Ich habe noch eine Chance, Shazoon zu dingsten. Zu freezen. Weil ich muss diese Kata loswerden. Hat nicht Okay, wow. Wow. Okay, das sind Windmonster. Darf man nicht vergessen. Okay, das tat weh. Jetzt wird sie schlieben. Oder es versuchen. Und hat auf 2 geschafft. Leider sogar auf die 2 wichtigsten. Leider auf die 2 wichtigsten. Ich kann versuchen zu stunnen. Mit oder auf. Ich gehe nochmal auf Carter. Okay. Okay. Shazoon ist gleich wieder am Zug. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei ihr mit den Attacken. Okay, da kommt der Dings. Die Immunity. Jetzt muss Praha drankommen. Praha muss eigentlich heilen, aber ich muss... Okay. Wow! Wow! Okay. Wow! Was war das denn, Mann? Du hast gar nichts gestrippt? Was bist du denn für ein Lappen, ey? Okay. Ja, das ist GG. Mann, was bist du denn für ein Lappen, Praha? Ich meine, die hat Resistent Leader Plus, es sind Windmonster. Okay, kann ich verstehen. Aber nix gestrippt? Nix? Ey, komm. Immer diese RNG, ey. Kriege ich vielleicht noch Carter irgendwie tot? Ist der auf... Der Monkey ist sogar auf Revenge. Mach doch mal was. Das hatte ich heute auch in einem GK mit Rakan. Mein Rakan wurde mindestens 20 Mal attacked. Mindestens 20 Mal attacked. Meinst du, er hat einmal gekollapsed? Nicht einmal gekollapsed. Was ist... Ey, ich hab so ein Pech. So ein übelst krassen Pech, was Dings angeht. Was Revenge, Prox oder, Collapse halt vom Rakan angeht. Die, keine Ahnung, ich brauch die gar nicht so ruhen, das bringt nichts. Ich mach einfach alle auf Swift. Ja, fertig. Einfach alle auf Swift. Ich glaube, wir nehmen aber gleich mal anstatt Monkey Jamir mit. Ich nehme aber jetzt auch nochmal, Praha mit. Ich glaube, ich nehme gleich mal Jamir mit. Einfach nur, um zu gucken, ob ich, wenn der, Jamir... Warum denn Windschnander, ey? Oh, jetzt habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr, Jamir mitzunehmen, weißt du das? Aber ich nehme trotzdem. Ich nehme Jana und Jamir mal mit. Ich hätte jetzt Rakan oder Affen mitgenommen, aber die weder revengen die, noch kollapsen die. Ätzend, Mann. Aber gut, ich meine, den Panda kann ich bannen noch. Noch ist Panda so ein Bannmonster. Außer vielleicht noch Psyamate, aber... Eher Panda. Beth ist auch, ey, nein, Mann. Die sind auch so mega strong. Aber ich gehe auf jeden Fall Panda. Panda kann mein komplettes Team solo auseinandernehmen. Das habe ich heute auch in einem GK gesehen. Ätzend, ey. Ich will auch einen Panda haben. Aber nein, in der Rotation habe ich ja keinen Panda gekriegt, Mann. Danke. Thanks, come to us. Habe ich die schon mal gegen den gekämpft, mal davon abgesehen? Kommt mir war klar, gar nie, ey. Aber gut, wir haben Speedleader. Mal gucken, vielleicht sind wir schneller diesmal. Nein, der hat ja auch. Och, nein. Oh, Mann. Wieso hat der denn... Och, Mann, ey. Ich habe vergessen, dass Tipps ja 33er Leader hat. Och, Mann. Du bist scheiße, Spiel. Ja, buff dich zu Tode. Und buff nochmal, komm. Hau raus die Kacke und dann One-Hit-Bath alle. Please. Komm, zeig mir, was du kannst. Nee, kein Buff. Okay. Oh, Gianna ist sogar dazwischen dran. Gut, ich kann keine Bombe legen, weil die alle Dings haben. Aber ich kann sie versuchen zu stunnen. Was ist das, Mann? Oh. Okay, wir versuchen nochmal zu stunnen. Wir haben noch eine Chance. Okay, immerhin. Ist der auf Revenge? Wieso ist der auf Revenge? Am liebsten würde ich ja versuchen zu resetten, ne? Wisst ihr das? Aber ich versuche noch nicht. Mal gucken, was Verrat gleich macht. Wieso gehe ich eigentlich auf ihr? Ich sollte vielleicht mal erst auf Beth gehen. Aua, wie viel Schaden haut denn der auf dem Windmonster raus? Okay.
Nochmal. Und jetzt resetten wir. Der ist immun gegen alles, habe ich so das Gefühl. Der scheiß Psamatama. Okay, und jetzt Zurücksetzing. Ich hätte noch healen können, aber das ist mir zu risky, bis Praha dran ist. Der macht jetzt eh Aua Aua. Auf Gianna Gianna. Aua Aua. Okay, nochmal einen netten Freeze vielleicht. Okay, Beth ist tot. Jetzt heilen wir. Okay, sehr schön. Alle full? Nice. Jetzt möchte ich erst auf Bastet gehen. Okay, geben die Bombe Chloe. Ich möchte, dass Psyamatama mit als letztes überlebt. Ich habe nämlich Angst, dass da noch groß was kommt. Weil wegen seinem Revenge, ich kann den das nicht unterbinden. Mit Vigani zum Beispiel. Geht jetzt leider nicht. Aber Psyamate kann echt gut noch alleine Schaden raushauen, deswegen. Jupp. Und die, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt das, der Return echt wehtut. Ja, habe ich mit gerechnet. Please, dann. Nee, leider nicht. Au, oh, und der, wieso ist der auf Revenge, Mann? Aber seiner revenged wenigstens im Gegensatz zum meinen. Aber ich habe gewonnen. Okay, immerhin. Boah, immerhin hätte ich. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber gut. Hey, wir haben, ey, wir sind plus, oder? Wir sind plus, komm. Ich war auf 1240 oder 44 oder so, oder? Bin mir gar nicht sicher, aber hey, wir haben es noch gerissen, ey. Wir haben's noch, jetzt wollte ich eigentlich über meine Halbverblutung reden, aber naja, ist auch egal. Ist, glaube ich, nicht so wichtig, oder? Wollt ihr es noch wissen? Auf jeden Fall, ich war ja heute beim MRT. Ja, wegen meinem Kiefergelenk und meinem Ohr. Damit habe ich generell sehr starke Probleme, was Tinnitus zum Beispiel angeht und so ein Kram. Und da kriegt man hier dieses Kontrastmittel gespritzt. In den Arm, damit die besser gucken können. Damit du irgendwie glühst wie so ein Glühwürmchen oder so. Und die haben das hinterher rausgerissen, so mehr oder weniger. Ja, und dann sollte ich halt da drauf drücken, was man halt so macht, wenn man Blut abgenommen bekommt. Aber ich, Depp, hab nicht wirklich drauf gedrückt. Ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 10 Sekunden drauf gedrückt und dann, ja, passt schon, ne? Dann habe ich meine Jacke und so angezogen, bis ich gemerkt habe, dass mir das Blut schon den Arm runterlief. Also hier so den Arm hier, von hier. Also hier ist die Stichstelle. Ich weiß nicht, sieht man die da? Ganz leicht sieht man die. Ich kann meinen Arm nicht weiter biegen. Da ist die Stichstelle. Und das ist einfach hier den ganzen Arm runtergelaufen. Weil ich musste nochmal zurück zur Anmeldung. Und, ach ja, mein Dias kann ich hier eigentlich auch mal rausholen. Und da musste ich neu verbunden werden. Ein bisschen strange, aber okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann für den Part. Kurzer, knackiger Weltarena-Part, wie man es kennt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschau. Ich hoffe, dass das Mikrofon das Richtige ist. Mein Gott, Mann, das sieht so komisch aus. Bitte lass es das Richtige sein. Wehe, es ist jetzt die Webcam. Da habe ich richtig reingeschrieben.